Hallihallo meine Hübschen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Falls ihr das Video schaut, wenn es gerade rauskam, ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Nikolaus. Und ja, ich bin auch heute sozusagen euer Nikolaus, denn ich habe heute ein Video mit einer kleinen Überraschung für euch. Und zwar ist das Video heute eine Kooperation mit dem Online-Shop Thiemann. Und ja, ich habe von Thiemann Shop ein paar Sachen zugeschickt bekommen, die ich euch natürlich zeigen möchte, falls ihr den Thiemann Shop noch nicht kennen solltet. Das ist ein neuer Online-Shop für Parfüm, Beauty, Hautpflege. Jetzt fangen sie auch mit Make-up ein bisschen an. Und ich habe da so meine Quelle zu diesem Shop hin. Und zwar arbeitet eine Freundin von mir dort, und zwar die liebe Jessica. Wir sind After Twins. Ich wollte das auch unbedingt erwähnen, denn der Thiemann Shop gehört zur Parfümerie Thiemann. Parfümerie Thiemann kommt aus Bautzen und meine halben Gene kommen aus Bautzen. Deshalb bei uns ist das so ein bisschen, das hat irgendwie von Anfang an gepasst. Auf jeden Fall, Jessie arbeitet jetzt verstärkt fürs Thiemann-Team und fürs Thiemann-Team. Das klingt auch irgendwie cool. Ja, wir haben. Sie hat mich angeschrieben, ob ich Lust habe, ein paar Produkte zu testen. Ich kann mir natürlich auch was aussuchen und sie hat mir Überraschungen reingetan, die ich dann auch meinen Zuschauern zeige. Und es ist nichts dabei, wovon ihr denken könntet, das ist neu bei ihr oder so. Also das finde ich, also wenn ihr schon etwas länger da seid, wisst ihr, dass das bei mir vorkommen kann. Und ja, ich habe natürlich ja gesagt, ich habe große Lust und möchte den Shop auch unterstützen und ein bisschen pushen. Ja, weil in den Zeiten heutzutage finde ich das sehr, sehr gut, dass sie einen Online-Shop aufgemacht haben. Es ist auch so ein bisschen getrennt voneinander. Also ein paar Sachen, die jetzt in den Shop neu reinkommen, gibt es zum Beispiel schon in der Parfümerie vor Ort. Aber einfach wegen Corona und weil man nicht so wirklich viel einkaufen gehen kann oder in Ruhe, sag ich mal, shoppen geht, sondern viel online passiert, finde ich das sehr, sehr gut, dass sie jetzt auch in den Online-Shop, ja, einen Online-Shop aufmachen. Und ja, das möchte ich euch heute mal vorstellen. Und der Grund, weshalb ich gesagt habe, ich bin auch so ein bisschen euer Nikolaus, liegt daran, ich habe eine kleine Verlosung für euch. Die wird auf Instagram stattfinden, deshalb ich blende euch hier auch immer nochmal meinen Instagram-Account ein. Ansonsten ist der auch unten in der Infobox verlinkt. Und was ihr da Tolles gewinnen werdet, zeige ich euch natürlich am Ende des Videos. Es ist ein ganz, ganz tolles Nikolaus-Geschenk, würde ich sagen. Und ja, dann schnacke ich nicht so viel vorher drum herum. Ich fange an, euch die Produkte zu zeigen und bei denen, die ich mir so ausgesucht habe, sage ich euch natürlich, warum ich sie mir so ausgesucht habe. So, ich habe hier zwei Parfums. Ein Parfum habe ich von Jess bekommen, aber also von Parfümerie Thiemann bzw. dem Thiemann Shop. Allerdings gibt es das andere Parfüm auch dort und das möchte ich euch zeigen, weil ich finde beide ganz, ganz tolle Parfums. So, das erste Parfum, wie gesagt, war in meinem Paket. Das ist von Jean Paul Gaultier, das La Belle. So sieht die Umverpackung aus. Jean Paul Gaultier hat ja immer diese tollen Dosen. So sieht das Parfum dann von innen aus. Das ist dieser mega tolle Flakon, der dann unten in dem Boden drin steht. Oben hat die Dame noch eine kleine goldene Rose. Und ja, ich habe schon ein bisschen benutzt. Auf jeden Fall sieht der Flakon so aus. Vielleicht kennt man ihn jetzt aus der Werbung. Ich sehe ihn gerade andauernd in der Werbung. Also ist ein sehr, sehr toller Flakon und wie ich finde, vielleicht auch für die ein oder andere ein tolles Geschenk zu Weihnachten. Also ich finde ihn mega schön, wenn ihr eurer Freundin oder Frau oder besten Freundin oder Schwester, Cousine eine Freude machen wollt. Sieht der ja schon mal sehr, sehr schön aus. So, jetzt geht es darum wieder, dass ich euch den Duft beschreiben muss. Lisa ist sehr gut im Düfte beschreiben. Er ist etwas süßlicher, er ist aber meiner Meinung nach auf der schwereren Seite. Also er ist jetzt nicht so blumig, frisch, locker, leicht, sondern er ist schon ein bisschen schwerer, der Duft. Also, der Duft wird als orientalisch beschrieben. Seine Kopfnote ist die grüne Birne, Herznote Vetiver, was auch immer das bedeutet. Und die Basisnote ist Vanille.
Und das ist auch das Süßliche, was ich tatsächlich rieche. Was ich jetzt niemals so beschrieben hätte, wäre orientalisch. Also für mich riecht das nicht wirklich orientalisch. Es ist auch irgendwie, weil wenn ich drin rieche, sehe ich meine Mom. Es könnte auch so ein bisschen wie das La Vie Belle von Lancôme sein, falls ihr das zu Hause habt. Also so ungefähr riecht das. Aber es ist auf jeden Fall der Vanillegeruch sehr im Vordergrund, dass es auf der süßlicheren Seite auf jeden Fall ist. Für mich, wie gesagt, jetzt optimal für Herbst und Winter. Ich mag solche Düfte nicht so im Sommer. Also, das heißt, ich mag das nicht. Ich würde das auch nehmen. Aber im Sommer mag ich tatsächlich dieses Blumige, Frische und wir tanzen alle nur unter der Sonne und fühlen uns wohl. Und das ist eher so, ja, das Schwerere. Herbst, Winter, wie gesagt. Also, einen schönen Schal oder einen Mantel an. So sehe ich das Parfüm eher. Das Schönste, wie gesagt, an dem Ganzen ist einfach der Flakon. Der ist unglaublich toll. Ich meine, falls man es nicht erkennen kann, es soll eine Dame sein. Mit einem krassen Booty. Und der Booty-Abdruck ist auch hier drinne, wo man sie wieder draufstellen kann. Ich persönlich lagere meine Parfums von Jean Paul Gaultier auf diesem Teil. Also ich habe die so dastehen und hole sie dann ja, da einfach nur raus. So, und das zweite Parfum, das ich euch zeigen möchte, wie gesagt, gibt es auch im Thiemann-Shop, aber das hier habe ich geschenkt bekommen. Aber dass es da einfach gibt und es ist ja auch ein Duft, den man wirklich kennt. Und zwar ist das der So Scandal Duft. Ich persönlich habe auch noch den Scandal, also nicht So Scandal, aber ich bin mehr der So Scandal Fan. Und dieser Duft ist einfach hammergeil. Der ist so toll. Also der ist wirklich süß-süß und den kann man auch, finde ich, so im Frühling tragen noch. Sommer ist er auch nicht so. Da ist er zu schwer, aber für Frühling geht er auch noch. Also der ist wirklich sehr floral, süß, so eine richtig tolle Mischung. Und den kann ich euch auch sehr empfehlen und auch hier wieder ein richtig cooler Flakon. Da hat er es einfach drauf und sind optisch mit die schönsten Parfums. Wie gesagt, der steht bei mir auch hier drin. Ich hatte jetzt nur fürs Video noch den Deckel, der wie gesagt so dann da drüber ist und schaut mal hier. Also ganz, ganz tolle Empfehlung. Generell auch jetzt für Weihnachten würde ich euch diese Parfums sehr empfehlen für eine Dame, die sich darüber sehr freuen würde. So, dann machen wir mit meiner zweiten Lieblingskategorie weiter und zwar mit Kerzen. Yay! Ich habe keine Ahnung, wie viele Kerzen ich zu Hause habe. 20, 30, keine Ahnung. Teilweise doppelt, wenn es eine limitierte Edition gewesen ist. Ich bin ein richtiger Kerzenfreak. Und die erste Kerze, die ich mir ausgesucht habe, ist von Yankee Candle, die Surprise Snowfall. Die sieht so aus. Die hatte ich in meinem Adventskalender von Yankee Candle mal als, nicht als Teelicht, aber als diese ganz, ganz kleinen Kerzen. Und der hat mir so super gefallen. Deshalb habe ich mir den jetzt nochmal ausgesucht. Und der riecht wirklich frisch, wenn ihr draußen im Schnee spazieren seid. Also so finde ich, riecht das. Und das Surprise würde ich euch jetzt, also das Surprise in Surprise Snowfall würde ich jetzt so beschreiben, dass der Schnee gefallen ist und man läuft dann das erste Mal draußen, weil man noch, wenn man jetzt zum Beispiel wie bei uns am Feld läuft, riecht man noch so ein bisschen den Wald. Und so finde ich, riecht das. Also es riecht tatsächlich sehr, sehr frisch. Ich weiß zwar nie, wie man das hinbekommt, dass man eine Umgebung duftlich hinbekommt. Aber das, ich liebe diese Kerze. Also wie gesagt, der hat mir in meinem Adventskalender schon sehr, sehr gut gefallen. Und deshalb habe ich mir den gewünscht und den hat Jess mir dann auch reingelegt. Also vielen Dank. Übrigens, bevor ich es vergesse, ich habe natürlich auch einen Code für euch bekommen, der auf das gesamte Sortiment gilt. Und zwar Lisa20. Wirklich auf das gesamte Sortiment, egal was ihr heute seht und es gefällt euch, 20% da drauf oder ihr seid am Stöbern und findet noch etwas, 20%. Das finde ich sehr, sehr schön, dass es jetzt nicht so ist, nur auf die Sachen, die du dir ausgesucht hast, sondern falls das einfach nichts für euch ist, aber ihr möchtet gerne was im Shop bestellen, dann habt ihr trotzdem einen 20% Gutschein. So, und die zweite Kerze konnte nichts anderes sein als eine Woodwick-Kerze. Ich finde es mega, dass sie Woodwick-Kerzen im Sortiment haben. Ich kenne Woodwick-Kerzen jetzt schon seit 3 Jahren oder so. Ich glaube seit 3 Jahren. Und zwar habe ich sie bei Maren das erste Mal gesehen. Maren hat eine Kerze gehabt, hat mir dann ein Video geschickt. Schau mal, hör mal, wie cool die knistert so.
Und dann war ich auch bei ihr zu Hause und also es müsste mindestens 3 Jahre her sein, weil ich jetzt schon zweimal seitdem da war. Und dann haben wir sie immer angemacht und ja, also es ist einfach ein super Ereignis, einfach weil es mal was anderes ist als diese Standardduftkerze, die abbrennt. Auf jeden Fall ist das die Vanilla and Sea Salt Richtung. Also Vanille ist wieder mit drin. Vielleicht kann man es ein bisschen draus erkennen, dass ich gerne Vanille mag. Und Sea Salt macht das Ganze ein bisschen frischer. Einfach mega. Ich musste sofort kurz dran schnuppeln, weil sobald man die bewegt, kommt das. Ja, so sehen die Kerzen aus. Alleine die Umverpackung ist sehr, 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 sehr cool. Wir haben einen tollen Holzdeckel oben drauf, wo das Logo nochmal drin ist. Und auch vorne der Sticker sieht sehr, sehr schön aus. Also es ist definitiv mal was anderes. Und ich finde ein tolles Piece, wenn das so zu Hause steht. Und so sieht der Docht aus. Das knistert dann ganz, ganz toll, dieser Docht, wenn die Kerze abbrennt. Mega interessant und wie gesagt, es ist mal was anderes. Und sie riecht wirklich schön frisch. Also ich finde, dass sie mehr frisch als süß ist, aber man riecht die Vanille auf jeden Fall. Ach, sehr, sehr schön. Finde ich, passt auch jetzt sehr gut in die Vorweihnachtszeit eben durch den Vanilleduft. Aber ich bin so, außer es ist jetzt eine wirklich krasse Christmas-Kerze oder so, brenne ich solche Kerzen auch mal an einem anderen Tag. Also das ist für mich jetzt nicht so, dass ich daran gebunden bin. Außer zum Beispiel jetzt habe ich gerade eine Weihnachtskerze an. Die würde ich jetzt nicht unbedingt dann im März benutzen. Was ist denn da los auf der Straße? Oh, und weiter geht's mit, ich würde sagen, Körperpflege. Und zwar habe ich jetzt ein Duschgel. Dieses Duschgel habe ich mir selbst ausgesucht und zwar von Grace & Cole, die White Rose Lotus Flower Duschgel. Das. Alleine das Duschgel sieht von außen sehr, sehr schön aus. Bitte nicht wundern, ich lache gerade, weil ich habe mich gerade so unmöglich versprochen andauernd. Es sieht total süß aus und White Rose und alles, was mit Flower und Rose ist, in Duschgel finde ich mega. Ich habe Angst, dass ich mir das gleich hier hinspritze. Es riecht eigentlich genau so, wie es beschrieben ist. Also es riecht definitiv nach Rose und ein bisschen nach Lotusblüte. Also wirklich ganz, ganz toll. Ich bin schon sehr gespannt, die zu benutzen. Ich persönlich bin so ein kleiner Duschfreak. Wenn ich dusche, ich benutze insgesamt dreimal Duschgel. Das erste Mal von oben bis unten. Das zweite Mal dann so ein bisschen auf die Achsel und die Füße so ein bisschen konzentriert, so, ne, dass man so die bestimmten Bereiche nochmal quasi pflegt und dann gehe ich mit einem Duschgel drüber, was sehr duftintensiv ist. Also das erste ist eigentlich nur dafür, dass es wirklich pflegend ist und da achte ich auch sehr auf, was für ein Duschgel ich nehme und am Ende benutze ich, wie gesagt, sehr gerne nochmal eins, das parfümiert ist, einfach, dass man dann diesen Duft hinterher hat. Und genau dafür werde ich das benutzen. Also ich werde das quasi als letztes Duschgel abends oder morgens benutzen, damit ich halt dann danach rieche. Und leider ist die Verpackung ein bisschen angedatscht und angekratzt, aber das kommt von dem Glas, als die Kerze kaputt war. Also so sieht das nicht aus. Aber es ist total süß. Ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus. Ja, und freue mich echt, das zu benutzen und bin gespannt darauf, wie intensiv der Duft dann vielleicht in der Dusche ist oder wie lange er drauf bleibt. Und dann kommen wir zu der letzten Marke und von der habe ich mir so am meisten Sachen rausgesucht. Und zwar von L'Occitane. Von L'Occitane habe ich hier so ein tolles Täschchen bekommen. Das ist ein Set. Das könnt ihr auch genauso bestellen. Also erstmal wunderschönes Täschchen werde ich definitiv aufheben, vor allen Dingen fürs Verreisen, für Make-up oder so. Oder einfach, weil ich sie jetzt gerade aktuell so schön finde, dass ich sie vielleicht für die Handtasche packe oder für mein Auto. So Sachen, die man halt immer braucht im Auto, dass man das da reinmacht. Und da sind diese tollen Produkte drin. Fangen wir hiermit an. Und zwar ist das eine feste Seife von L'Occitane. Die werde ich definitiv benutzen beim Händewaschen. Also die kommt dann in das Behältnis, wo ich meine Hände mit wasche. Ja, so sieht die aus. Ich bin leider überhaupt nicht gut in Französisch oder irgendwas. Ich kann euch nur vorlesen, dass da steht Soap with Verbena Leaves, also irgendwelche Blätter. Verbena, keine Ahnung, was das heißen soll. Kann ich euch mal hier in den Bildschirm einblenden, weil muss ich googeln. Aber auf jeden Fall hat sie auch so eine tolle Blattimprägnierung drin, Prägung drin. Und so sieht das gute Stück aus. Dann machen wir weiter mit Duschgel. Und da haben wir dieses Duschgel, das ist das Verbena Shower Gel. Also wahrscheinlich
ist das alles. Ich muss googeln, was Verbana heißt. Es sind Eisenkräuter, von denen es nur noch 74 Arten von fast 80 verbreitet sind. Also es gibt nur noch 74 Arten dieses Eisenkrautes. Interessant. Okay, also auf jeden Fall, wir wissen, es ist ein Eisenkraut. Es wird dann wahrscheinlich sehr, sehr blumig riechen. Ich mach's mal auf, ich habe es mich gar nicht getraut. Oh ja. Oh, das könnte sogar was für meinen Freund sein. Oh je, das muss ich mit Sicherheit abtreten, wenn der das riecht. Oh, ich kann es jetzt leider nicht beschreiben. Also es riecht definitiv so ein bisschen pflanzlicher. Ja, es riecht einfach pflanzlich und oh Gott, ein bisschen stärkerer Duft. Dann haben wir auch mit Verbana die Bodylotion. So sieht das aus. Also wie gesagt, so das Duschgel und so jetzt auch die Bodylotion. Also wie gesagt, das ist so ein kleines Set. Ich nehme an, das wird es auch alles ein bisschen größer geben. Und da sind 30 Milliliter jeweils drin. Riecht dann wahrscheinlich ganz genauso. Dann haben wir hier noch drin eine Art Bodylotion. Die nennt sich Amande. Und da ist Mandelmilch mit drin. Ah, ich glaube, ich habe nämlich mir was ausgesucht. Das ist das, glaube ich. Ich habe noch hier etwas. Ich weiß jetzt nicht, ob das in diesem Set mit drin ist oder ob Jess mir das dazugelegt hat. Das muss ich raussuchen, weil das habe ich mir definitiv gewünscht. Einfach, weil ich kann es euch gleich mal zeigen, wieso. Von L'Occitane ebenfalls die Dry Skin Hand Cream, die halt wirklich für sehr trockene Hände sein soll. Das ist jetzt auch eine kleinere Größe. Und ich zeige euch auch, warum ich mir das gewünscht habe. Hier könnt ihr das sehen, was hier zwischen los ist. Und ich bin schon so am Creme. Die sehen auch so alt aus. Aber ich krieg's nicht im Griff. Und das gleiche Spiel halt hier auch. Und das geht dann abends bis hier runter. Wenn ich dusche, wird das hier so rot. Guck mal, wie das aussieht, meine Hände. Fürchterlich. Aus diesem Grund habe ich mir genau diese Creme einfach ausgesucht, in der Hoffnung, dass sie was bringt. Weil bisher alle Handcremes nichts bewirkt haben, die ich mir gekauft habe. Ich weiß auch nicht. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob die in dem Set mit drin ist oder ob sie mir die einfach nur so dazugelegt hat. Auch eine Lippenpflege, die ich mir ausgesucht habe, einfach weil ich auch so ein bisschen geschaut habe, was passt jetzt natürlich sehr gut in die Jahreszeit. Und wir müssen auch alle unsere Lippen pflegen, denn durch das Wetter wird nicht nur der Rest der Haut trocken, sondern teilweise auch die Lippen. Und da habe ich mir diesen Lip Balm rausgesucht. Der heißt einfach nur Stick Leavers Ultra Rich Lip Balm mit 4,5 Gramm von L'Occitane. Der riecht nach nichts, den habe ich schon benutzt. Der riecht wirklich nach gar nichts. Also den könnt ihr bedenkenlos drauf machen. Manche mögen das ja nicht, wenn die Lippenpflege oder generell Lippenstifte einen großen Duft haben und man das immer wieder riecht. Deshalb, der ist ohne Geruch, da braucht ihr keine Angst haben. Und ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie er sein wird. Ich habe ihn jetzt nur einmal getestet. Er hat 10% Shea Butter mit drin. Das soll ja sehr, sehr gut sein. So, und dann kommen wir zu den letzten zwei Produkten. Und die habe ich mir mega professional einfach aufgehoben. Denn diese zwei Produkte könnt ihr gewinnen in einem Set. Das Set werde ich euch natürlich auch nochmal zeigen. Und zwar haben wir hier nochmal in sehr, sehr groß die Amande Milk Body Lotion, wo die Mandelmilch mit drin ist. Und diese Bodylotion hat die Eigenschaft, also erstmal, das ist ein Glasflakon, möchte ich betonen. Und so sieht die innen aus. Ist etwas dicker. Sie riecht einfach mega, mega gut. Hat die Eigenschaft, dass sie so ein bisschen straffend sein soll. Man soll sie, wenn man möchte, jeden Tag von oben bis unten benutzen und aufstreichende Bewegungen machen. Also die Haut nicht nach unten schieben, sondern die Haut so ein bisschen hochstreichen. Und das soll über einen längeren Zeitraum straffend sein. Möchte ich natürlich sowieso benutzen, weil ihr wisst, durch die OPs und so, ich habe sehr viel hängende Haut. Deshalb habe ich sehr, sehr Lust, die zu benutzen. Und habe mir dann auch noch das passende Shower Oil ausgesucht. Da ist, also das ist das gleiche quasi, einfach nur, dass es jetzt das Duschöl ist. Ja, und wie gesagt, diese zwei Produkte könnt ihr in Originalgröße bei mir heute als Nikolausgeschenk gewinnen. Und zwar in dieser mega tollen Box.
Wie gesagt, hier drin sind die Sachen. Auf Instagram habe ich den Post dazu online gestellt. Da könnt ihr, wie gesagt, teilnehmen. Ich blende euch nochmal ein, wie mein Instagram-Account ist. Die Teilnahmebedingungen sind relativ simpel, stehen auch nochmal unten drunter. Klar, ihr müsst mir folgen und ihr müsst natürlich dem Thiemann-Shop folgen. Und ja, dann drücke ich euch natürlich die Daumen. Wie gesagt, ich mag L'Occitane sehr und bin froh, dass ich das heute verlosen durfte, vor allen Dingen als Nikolaus. So, meine Hübschen, und das war es dann auch schon mit der Vorstellung des Thiemann-Shops und eurer kleinen Nikolaus-Lisbeth. So, meine Hübschen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Schaut unbedingt bei dem Gewinnspiel vorbei. Lasst auch gerne ein bisschen Liebe unter diesem Video da. Folgt auf jeden Fall dem Thiemann-Shop. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Sachen bestellt. Schreibt mir dann auf jeden Fall, was ihr euch bestellt habt. Das freut mich ja immer sehr, wenn jemand auf meine Empfehlung hin was kauft. Oder einfach, ja, auch wenn es was anderes ist, was jetzt nicht aus meinem Video ist, aber generell, wenn ihr den Shop unterstützt. Dann verbleibe ich so und wünsche euch eine ganz, ganz tolle Vorweihnachtszeit. Ich drücke allen die Daumen, dass wir alle gesund bleiben, dass nichts mehr Schlimmes da draußen passiert. Ich hasse das, wenn vor Weihnachten irgendwie immer so schreckliche Sachen passieren, habe ich so das Gefühl. Also das ganze Jahr war schrecklich, aber immer in der Weihnachtszeit passieren so ganz komische Dinge andauernd. Deshalb, ich hoffe, dass wir dieses Jahr trotzdem ein schönes Weihnachtsfest haben werden und ja, natürlich, dass wir alle gesund bleiben. Falls du mich da schaust und bist noch kein Abonnent von mir, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mich abonnieren würdest und auf meinem kleinen Kanal dabei bist. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Vielen Dank an den Thiemann-Shop und an meine Jess. Tschüss, macht's gut.